Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde X-Blades. Wir machen mal Spielladen. Ich habe hier unten einen Spielstand gemacht. Da machen wir mal Fortfahren. Und zwar bin ich hier. Oh, okay, wir müssen noch eine Runde machen. Gut, das soll kein Problem sein. Dann machen wir gerade nur eine schnelle, kurze Runde. Und der Seelenbonus, den man machen kann, der ist maximal mal 5 Seelen. Habe ich hier herausgefunden. Höher geht's nicht, da ist vorbei. Oh, jetzt haben wir nicht mal 5 Seelen wieder hingekriegt. Also ich versuche meistens so auf das Maximum mit mal 5 Seelen zu kommen. Weil das schon erheblicher Unterschied ist, wenn man mal 5 hat und mal 1 oder 0 oder sowas. Ich habe hier vorher immer mit Flächenschaden habe ich erst die erste Runde nur gemacht und habe ich gedacht, was ist, wenn du den Seelenbonus mal ausnutzt? Und ja, das macht sich auf jeden Fall schon bemerkbar. Ja, ich musste jetzt nochmal zurück machen den Spielstand, da wo ich gespeichert hatte mit der Todesfahrt, den wir letzten Part gemacht hatten. Damit ich hier hinkommen konnte. Weil sonst wäre ich halt immer wieder in der anderen Cutscene drin gewesen und hätten halt von da aus starten müssen. Deswegen musste ich das nochmal neu machen. Das heißt, unsere Skills sind auch an sich fast alle weg. Ich habe den, den hier habe ich noch. Den habe ich mir gekauft gehabt. Und ja, die anderen müssen wir halt neu erlernen. Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen erkundigt, was man da am besten macht, um den Boss zu besiegen. Und das werden wir einfach mal ausprobieren. Also da stand das so, dass der Skill am besten ist, der Rest bringt einfach nichts. Vor allen Dingen keine Geschosse. Wie wir auch gemerkt haben, dass einfach so gar nichts bringt, wenn man da drauf schießt und so. Ja. Naja, gut, ne? Macht man nichts, dann ist das halt so. Und ich habe es hier geschafft, wirklich alle Gefäße immer zu zerstören. Das finde ich recht cool. Finde ich schon ein bisschen nice. Und ja, die Seelenmultiplikator, den bekommt man leider auch nur durch Schlagen. Das heißt, wenn ich eine Fähigkeit nutze, geht der nicht höher. Klar kriege ich dann mehr Seelen für die Mobs, die ich dann in dem Moment getötet habe. Und oh ne. Dieses Upgrade werde ich niemals im Spiel nutzen. Kann ich jetzt schon sagen. Werde es wahrscheinlich auch nicht kaufen. Weil damit backt der Sound immer rum. Ich habe bis jetzt so oft das hier gehabt und der Sound hat immer rumgebracht, wenn ich Monster schlage. Na gut, ich würde sagen, wir machen nochmal kurz hier Spiel speichern. Ja, gut. So, und dann gehen wir einmal. Und zwar wurde gesagt, der Funkenflug ist der beste. Den erlernen wir dann mal eben schnell. Ja, möchten wir irgendwo zuweisen, den nehmen wir den Feuerball weg. Jipp. Und ja. Ich verwende den Teleporter mit einem tödlichen Angriff. Also wir lernen immer mehr Sachen. Ist mir aufgefallen. Verdoppelt die Feuergeschwindigkeit und auf Kosten von Rage. Falls nicht genug Rage vorhanden ist, wird regulär gefeuert. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Skill, den man aktivieren muss. Ich bin mir da nicht sicher, deswegen lassen wir den auch erstmal aus vor. Ich meine, genug Punkte habe ich dafür eh nicht im Moment. Wir könnten zwar ordentlich noch was holen. Hier ist dieser blöde Skill, der kostet auch so viel. Ich denke mal, dass der auch recht nice ist und so. Ja gut, das könnten wir uns halt auch noch holen. Wir könnten eigentlich alles wie vorher holen und ja, gut. Ich würde einfach sagen, auf und davon. Alle Objekte zerstört, richtig geil. Und los geht's. Cutscene brauchen wir ja nicht und sagen wir legen einfach direkt los. Dabei habe ich doch noch gar nicht richtig losgelegt. Oh fuck, das war. Warte mal. Zuweisen. Auf E. Ja. Ah. Wow, Alter! Wow, das hat echt gut Schaden gemacht, Alter. Richtig krasse Scheiße, Alter. Hat das gerade echt einen Schaden, einen Balken komplett an Schaden gemacht? Yo. Mega geil. Wirklich? Dabei hat er einen besseren Eindruck gemacht als du. Und ja, ich muss halt in den Komplettlösungen nachgucken, dass ich weiß, wie das funktioniert. Und, oh nein, jetzt habe ich das für kleine Viech. Und da wurde auch gesagt, dass der Typ, der hier bei uns ist, uns ab und zu auch heilt.
Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nichts von mitgekriegt. Oh nein! Ich muss halt wirklich die Schergen. Am besten ist ein AOE-Spell, um die Schergen wegzuholen. Und dann den angreifen. Oder halt ihn versuchen anzuvisieren. Das Problem ist, diese kleinen Schergen-Dinger da drumherum immer, die stören das mega hardcore. Oh oh. Und ihn anvisieren. Ah! Also, nice. Ich wärme mich gerade erst auf. Wir sind schon ein bisschen warm, also ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich habe auch wieder das, oh shit. Das Spiel einmal neu gestartet gehabt wieder. In der Hoffnung, dass diese Soundbugs immer weggehen. Also, wie genau sie entstehen, weiß ich leider nicht. Kann ich leider keine Auskunft zu geben. Lasst mich einmal durch. Nice. Ich muss gleich mal kurz auf mein Leben achten, weil ich mich meistens darauf konzentriere, dass ich einen Boss bekomme. Oh. Da werden wir einmal extra heilen. Okay, einmal hier durch. Und hoch damit. Du solltest wirklich deine Gefühle besser unter Kontrolle halten. Okay, langsam machen wir nicht mehr so viel Schaden. Aber egal. Es ist immer noch mehr, als was wir vorher gemacht haben. Und das in wesentlich kürzere Zeit als vorher. Einmal kurz den Skill hier, ey, damit ich ein bisschen Platz kriege. Und hoch mit dir! Piu, piu, piu. Oh, die, mit dieser Sonne da drin, ne? Das sieht so genial aus, der Anfangssprung. Ich hab schon geistreichere Flirtversuche gehört. Ich hab schon geistreichere Flirtversuche gehört. Okay, der ist geil. Ich würde ja sicherlich abschauen bin. Weil wie krass sie den hochkriegt auch, ne? Oh nein, schon wieder einen falschen. Ah, goddammit. Also ich werde hier auch wirklich, wenn sein muss, bis zum letzten das ausgeben für Heilung. Weil ich bin froh, wenn der Boss besiegt ist. Also ich hätte mir, glaube ich, schwer nicht zumuten sollen. Ist wirklich richtig schwer ist. Vor allem nicht, wenn man es blind spielt, das erste Mal spielen und dann direkt auch schwer durchspielen wollen. Da habe ich mir was vorgenommen. Oh mein Gott. Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Und es ist auch noch so mega heiß hier drin, das erschwert alles. Oh fuck. Warte, man sieht hier den Part. Ich glaube, ja, ich glaube, ihr seht das nächste Woche erst. Beziehungsweise, ja, das Wochenende, wo es so heiß war, das ist schon vorbei für euch. Aber, oh mein Gott, letztes Wochenende war es so warm. Wir haben heute Freitag, wo ich das aufnehme. Und, ja, es ist schon so mega heiß und ich habe mich falsch wieder amüsiert. Meine Güte. Na, vielleicht sollte ich eventuell meine lange Jogginghose gegen eine kurze Hose tauschen. Aber nee, es ist eine grüne Jogginghose, die kann man nicht ausziehen. Das kann man nicht machen, da muss man dann durch. Wohl oder übel muss man da durch. Nein! Das Scherge kam wieder im Weg. Ah, ich hatte nicht genug Energie gehabt. Oh nice, wir haben ihn wieder erwischt. Wir schaffen das! Ich glaube schon, ja, ich heile nochmal, okay, okay. Oh mein Gott, ich hasse das, wenn man einmal zurückgeschlagen wird. Ah, nice, noch einmal, glaube ich, noch einmal hoch und dann haben wir diesen Arsch auch erwischt. Das war gar nicht so übel, so schlecht kämpfst du gar nicht. Doch, ich reize dich und ich töte dich und mach dich fertig. So, last but not least. It's the final hit, yo, the final hit, yo. Da, wir haben es geschafft. Nicer, nicer. Bam, voll in die Fresse. Miau.
Da passt er ja mal richtig aus. Oh, wie süß. Was haut er ab? Na, wie ist das, wenn das Ende naht? Nicht gewusst, das Gute gewinnt immer. Du bist erledigt. Typisch Männer. Warte! Warte, ich dachte, ich habe jetzt einen Freund. Sieg. So, jetzt kann man nämlich in Ruhe auch die Teile hier alle einsammeln. So, das auch noch. Oh, dann haben wir es endlich geschafft. Meine Güte, war das eine schwere Geburt. Hätte ich jetzt auf jeden Fall auch nicht mit gerechnet, dass das mit diesem Funkensprung so gut ist. Ach ja, stimmt, die Artefakte müssen wir auch noch alle einsammeln. Gut, dass ich mich danach noch umgucke. So, da haben wir noch was. Ich wollte gerade sagen, kommt das Ding um mir hinterher geflogen? Ich will den gerne einsammeln. So. Also öffne dir, wieder ein silbernes. Ich bin gespannt, was dann als nächstes Upgrade kommt. Wenn da nochmal alle voll hat. Bin ich sehr gespannt, ja. Mein Wissen dürstet nach Antwort. Aber wir werden auf jeden Fall weitergehen und nicht nochmal irgendwie zurück oder sowas. Weil ich nicht nochmal Lust habe, dagegen zu kämpfen. Diese Dinger übrigens zählen als Monster in der Statistik. Gut, dann würde ich sagen. Ja, wir haben noch Zeit. Wir können da noch einmal durch. Nee, warte, ich will da durchrollen so. Guck mal, ich schaffe wieder. Wow! Hä? Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir wurden irgendwie in den Druck gezogen. Nice, Adaisa! Wir haben wirklich alles komplett getroffen. Getroffen, sag ich, weil ich da gerade erlittenen Treffer gelesen habe. Wir haben wirklich alles eingesammelt. Wow. Ja, ja, ja. Und hier muss ich leider zugeben, habe ich mich auch schon ein bisschen belesen dann. Weil da das erste direkt was kam und recht cool war, was da stand. Von wegen, hier kann man sehr gut Seelen farmen. Da, und da sind nämlich die Tore zu. Wurde auch so schön gesagt. Und ja, weil hier auch nur diese Bodenviecher sind, wurde dann auch gesagt. Also da wurden Viecher benannt, ich hatte keine Ahnung welche was sind. Und ja. Gut, deswegen wollen wir sie einfach mal durchkloppen, weil, oh mein Gott, das sind ja echt wenig. Alter, wie viel wir damit zerstören, ich finde das so krass, diesen Skill, Alter. Der ist so. Oh, a Pirate! Warum ist eigentlich so ein gelber Kristall? Was bringt der denn? Zerstören den einfach mal. Okay, was auch immer der uns jetzt bringt. Wir haben ihn. So, stirb jetzt. Okay, jetzt geht nämlich das eine Tor auf und das andere und da sind hinter Sachen hinter und ich habe keine Ahnung, was sie bringen, aber sie ist mal keine gut Seelen farben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmen tut. Okay. Bam. Ich weiß nicht, warum diese kleinen Dinger immer so schwer kaputt zu machen sind. Oh, einfach drauf schieben. Das wäre zu einfach. Okay, draufschießen ist eine gute Methode, um die zu zerstören. Bleiben wir dabei. Das ist sehr gut. Da kann man auch ein bisschen besser zielen. Das heißt zielen, ich muss die Mitte vom Bildschirm treffen. Meine Güte, jetzt geht kaputt, ihr Kackvasen. So, das noch aufmachen. So. Da umhauen. Okay, gut. Wir haben jetzt 24.000. Oh, das ist schriftvoll. Der Schriftvoll reduziert den Preis für die Skills. Das ist auch schon mal geil. Ach, das wird um 5.000 reduziert. Ah. Okay, wir erholen uns das. Ne, das wird doch nicht so reduziert, aber der Preis wird verringert. Weil das so teuer ist. Alter. Okay, nein, das ist wirklich. Kostet ja echt so gut wie kaum Rage, also das ist ja in Ordnung.
So, wir haben jetzt, ...13.000 noch was. Was kriegen wir dadurch denn? Kriegen wir da Seelen durch? Ja. Oh, sogar gar nicht so knapp. Muss ich ja mal gestehen. Aber wir machen auf jeden Fall hier Speed Mode. Wir zerstören hier alles recht schnell. Hätte gerne noch ein paar Artefakte, das wäre sehr schön. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen und würde nicht Nein zu sagen. Das ist ganz klar. Kann man auch zerstören, soweit ich weiß, ne? Genau. Aua. Dann werde ich hier nämlich. Oh nein. Das nächste Mal, glaube ich, anfangen, irgendwie ein paar Dinger zu farmen, noch ein paar Seelen, weil es hieß ja, dass man hier gut Seelen farmen kann. Deswegen will ich das schon hier mal machen. Wir sehen einfach gleich mal, wie viel das uns wirklich jetzt gebracht hat. Und ja, da werde ich auf jeden Fall dann das Video gucken müssen, weil ich dann nicht weiß, wie viel ich vorher hatte. Ich habe mir das leider nicht gemerkt, aber ihr aufmerksamen Zuschauer wisst das bestimmt. Ja. Erstmal wieder alles zerstören, so wie sich das gehört. Zack, zack, zack. Diese kleinen komischen, was auch immer das darstellen soll, Dinger. Auch natürlich zerstören. So, und einmal Energy Power. Zack, oh, der Sound auf. Das liegt irgendwie echt an der Aufnahme, weil. Aha, nee, wo ich es normal gespielt habe ohne Aufnahme, hat er auch ab und an rumgebackt. Denk mal echt, weil das einfach so ein relativ älteres Spiel ist, dass das da nicht so gut mit der PC-Version, also mit Windows 7 oder sowas kompatibel ist oder sowas. Ich weiß nicht genau. Ich habe Kompatibilität auch schon auf XP gestellt, wie ich glaube ich schon erwähnt hatte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich das erwähnt hatte. Aber auf jeden Fall ging das dann gar nicht mehr. Da hat das Spiel gar nicht erst gestartet, was ich sehr schade fand. So, danke. Die Vase wollte ich auf jeden Fall kaputt haben, ne? Hier nochmal alles zerstören. Zack, zack, zack. So, haben wir es jetzt gleich mal. Alter, wie viel kann man denn hier zerstören? Meine Fresse. Oh mein Gott, das ist vielleicht schon ein bisschen viel. Und kein Artefakt den ganzen Dingern drin hier. Bin ich nur ein bisschen lächerlich, ne? Und alles zerstören, dadurch zerstören wir auch die anderen Ghouls, was mich sehr freut, dass wir damit die auch die Ghouls kaputt kriegen. Weil die ja mit am nervigsten sind, diese scheiß Legeviecher. So, haben wir endlich mal alles zerstört, nice. So, und bye bye, all the mobs in the world. So, oh, da ist noch einer. Oh, zwei sogar. Aber das sind glaube ich die letzten, ja. Unten ist schon keine Lebensanzeige mehr, das heißt, das sind die letzten Monster, die es hier gibt. Zack, zack, zack. Da noch ein bisschen drauf rumgeballert und fertig. Da hätten sie die Blätter echt wegmachen können. Ich meine, das sieht cool aus, wenn man so durch die Blätter also halb guckt, aber da hätte man die wirklich wegmachen können. Einmal noch kurz einen Kontrollflug einmal rumherum und ja gut, wir haben hier wirklich alles. Das ist sehr schön. Uns einmal den Lebenskristall, müssen wir uns nicht heilen. Zack. Die geben, was geben die denn? Okay, 214. Okay, ich habe keinen Bock, das zu rechnen, aber die geben nicht schlecht, den nehmen wir auf jeden Fall gerne. Zack. Zack. Das sieht echt gut danach aus, dass man hier gut Seelen farmen kann, muss ich zugeben. Da muss ich der Komplettlösung mal recht geben. Den möchte ich auch noch bitte haben jetzt, danke. So, also wir haben schon wieder 22.000, schon mal nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, muss ich dann ja mal so weiter. Ja. Jetzt doch gerade mal so gestehen, dass man damit relativ gut arbeiten kann mit 22.000. Aber mit mehr kann man natürlich noch viel besser arbeiten. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Da sagt auch keiner bestimmt das Gegenteil, weil das so ist. Und einmal Piu-Piu.
Hat immer dieser epileptische Anfall des Skills, das ist ein bisschen kacke, aber der macht halt gut Schaden, ne? Den müssen wir halt leider nutzen, tut mich sehr leid. So. Jetzt sind nur Fliegende, richtig? Nein, das war ein Nahkämpfer. Und da war ja auch geschehen. Oh ne, da ist noch ein Vorderraum neben. Diese komischen Echsen-Dinger halten echt richtig viel aus. Muss ich. Ja, muss ich doch gestehen. Wie ist er eigentlich mit den Fliegenden? Können wir die eigentlich auch packen? Jo! Aber wir sind im Nichts. Wir sind mitten im Tempel drin. Irgendwie. Wie auch immer wir das geschafft haben. Aber mit dem besser schießen, das ist halt schon mal nice. Da ist noch einer, hab dich. Du bist. Nice. Okay, gut. Hier ist immer noch zu, das ist auch nicht schlimm. Und wir begeben uns weiter hier hin. Die verarschen hier ist nix. Wofür gibt's denn den Raum? Ja, jetzt kommt auch gleich wieder ein Monster, das sieht man schon. Hab ich ja gesagt. Oh, kleine Krabbelkäfer wieder. Die ist richtig kacke. Ich mochte die am Anfang schon nicht. Weil die so ätzend sind zu treffen. Da ist noch ein rotes. Oh, das war sogar ein Artefakt. Probieren, rotes Artefakt. Das ist sehr schön. Meine Fresse, lasst euch doch mal treffen. Ja, dann wird er ausgerastet. Oh mein Gott. Ich hasse die kleinen Dinger. Kann man die überhaupt so treffen? Ich weiß es leider nicht. Und ich fange damit an zu singen, obwohl ich das nicht kann. Wir schießen uns einfach durch. Außerdem nehmen wir zum rote Energiepunkte sammeln. Ah, ich glaube, das war schwachsinnig, hätten wir gar nicht machen müssen. Aber egal. Wir können es uns ja leisten. Oh. Ah, der liebe Didi spielt Clicker Heroes. Ja. Hallo Didi, wenn du das siehst, ich grüße dich. Ich bezweifle aber, dass er meine Videos guckt. Weil keiner meine Videos guckt. Ich mach die eigentlich nur, weil ich Lust hab. Ja, deswegen mache ich meine Videos. Weil ich Lust hab. Da geht's weiter. Da will ich aber dann noch nicht lang. Weil wo es weitergeht, möchte ich noch nicht lang. Hier ist immer noch nichts, ne? Ja, okay, gut. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Und ich sehe schon, die Folge wird schon wieder ein XXL-Part. Aber ich möchte das auf jeden Fall hier auch beenden. Dieses Areal. Dann würde ich da eventuell gerne noch einmal rein. Und alleine dafür, dass wir ein paar Seelen bekommen. Wir können uns ja mal gucken, was wir so leisten können. Wildes Feuer. Rasen Feuer noch mit höherer Wirkung, wenn der Durchschlag stärker ist. Komm, das kostet. Sehe ich das gerade richtig? 5 Millionen? Ja! Warum nicht, ne? Mit dem Skill Feuer, Junge, gleichzeitig in verschiedene Richtungen. Okay, Kugelhagel, okay, das ist sehr schön. Transformation, das ist auf jeden Fall auch cool. Teleport ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen das, finde ich auf jeden Fall, hört sich interessant an. Lernen wir erstmal, noch nicht beibringen. Dann lernen wir das hier auch einmal, den Skill, den hatten wir vorher auch schon. Und gut, das war's. Hier haben wir auf jeden Fall die nächsten. Aber nur so ein paar Stück gesammelt. Pistolen-Upgrade sind die, also das ist Nahkampf und das ist Airstrike. Also Nahkampf würde ich auf jeden Fall und Pistolen-Upgrade würde ich auf jeden Fall wieder neu haben. Das wäre sehr schön. Okay, wir sind jetzt hier, haben bestimmt noch ein bisschen was vor uns. Aber ich würde sagen, ja, die Diamanten oben links, danke, weiß ich. Ja, gut, ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde hier noch eine Runde durchlaufen und noch einmal Seelen sammeln, eine Runde. Wir haben jetzt 5300, warte, da verändert sich gleich noch einmal ganz kurz was, wenn wir hier einmal rausgehen, wieder reingehen. Geben wir uns, wir können hier gar nicht raus rein, oder? Gut, das heißt, ich kann in der nächsten Folge hier nicht einmal Seelen sammeln. Das bedeutet, wir müssen so durch. Zeig hier lang. Oh. Gut, da kann man auch weiter. Optionaler Weg. Oh, Alter, wir haben 3000 noch was dazugekriegt. Einfach so.
mit dieser wunderschönen Zahl 8888 beende ich auf jeden Fall diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei X-Blades. Das war's, euer Kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.